Alle Jahre wieder öffnet die IMOD als Bikermesse in München ihre Pforten. Im heurigen Jahr 2017 war es vom 17. bis 19. Februar soweit. Und das mit beachtlicher Präsenz der Krabbelszene. Turatech präsentierte reinrassige Crosshelme, die ohne Visier ausgestattet sind und mit MX-Brille gefahren werden. Mit dabei war auch Protection-Spezialist Ortema mit seinen Neckbracern, Orthesen und Protektorenwesten. Traditionell gibt's auf der Bikermesse in den MOC-Hallen in München-Freimann im ersten Stock auch eine umfangreiche Reiseabteilung. Gleich daneben glitzert Chrom am Harley-Stand, fürs Gelände freilich eher ungeeignet. Spannend dagegen gleich nebendran der Stand von Micron Systems. Der Dynajet-Importeur aus Fürth arbeitet an Performance-Mappings für aktuelle ATVs und Side-by-Sides. Gemeinsam mit seinen örtlichen Händlern zeigte Yamaha in einem Utility-Bereich seinen großen Bären und in der Sportabteilung waren sein Supersport Side-by-Side sowie das 700er Sportquad zu sehen. Den bajuwarischen Bikern gefielen die Vierräder jedenfalls sichtlich. Über Zubehör, Helme und Gepäcksysteme informierte der italienische Spezialist Gifi. Für die Dreiradfraktion war Robert Jochum vom Roadster Storm München als Can-Am Spider Vertragshändler zuständig. Can-Am Händler Günther Voigt trumpfte mit dem brandneuen Maverick X3, für den er Leistungssteigerungen bis 200 PS anbietet. Auf ihre Kosten kamen die Messebesucher auf der IMOD vor allem, was Schnäppchen in Sachen Bekleidung, Helme und Zubehör betrifft. Doch wir wären hier nicht in München, wenn zwischen all dem Plunder nicht das eine oder andere echt edel gemachte Teil zu finden gewesen wäre. Für alle, die es interessiert, die Vertretung für Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat das Team um Tommy Wagner von der Motorradwelt München. Gute Hausmannskost nicht weit entfernt, nämlich am Stand der KSR Group, die CF Moto C-Force 820 mit Differential an der Hinterachse.
Die nächste E-Mod findet vom 16. bis 18. Februar 2018 statt.